Aufruf für den Weg in das Recht auf Heimat. Seit dem 29. Mai 2008 sind wir davon überzeugt, dass wir, der wahrhaftige und rechtmäßige Überbringer des souveränen Deutschen Reiches an das deutsche Volk sind, um mit Russland und allen Freunden des wahren Deutschen Reiches gemeinsam den Weltfrieden herzustellen. Wir haben den Beweis angetreten, aus uns heraus zum ewigen Bund zu stehen, unser Recht auf Heimat in Anspruch zu nehmen, ehrenvoll und mit Würde die Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollziehen. Denn wir sind das deutsche Volk. Wir, das Reichspräsidium, der Bundesrat und der Volksreichstag stehen zum souveränen ewigen Bund mit dem Namen Deutsches Reich. Zu seiner einzig wahren und souveränen Verfassung, zum Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913, zu seinen souveränen Gesetzen und zu seinen Bundesstaaten, zu seinem deutschen Volk, zu seinen völkerrechtlich anerkannten Grenzen vom 31. Juli 1914. Wir distanzieren uns von allen Gruppierungen und Einzelpersonen, die unseren Weg durchkreuzen, sich uns in den Weg stellen, die unseren Weg verleugnen und verraten, die die Angst und anerzogene Unterwürfigkeit und Ignoranz des deutschen Volkes zum persönlichen Vorteil durch Irreführung missbrauchen, die falsche Dokumente herstellen und verkaufen und die den Verrat am eigenen Volk zum Eigennutz aufrechterhalten, die sich als Bedienstete der Firma BRD an den Deutschen bereichern. So alle Minister, Landräte, Bürgermeister, Marionettenverwaltungen, Agenturen, Parteien, Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte, Rechtspfleger, Gerichtsvollzieher, Banken, Inkassos, Mediatoren, Versicherungen, GEZ, Gewerkschaften, Antifa, Zentralräte, Nationalversammlung und alle, die die Steuern ausweisen und erheben, uns belügen und betrügen, sich hinter Uniformen verstecken, mit illegalen Waffen ihren verfälschten und unglaubwürdigen Anspruch durch Gewaltanwendung und Bedrohung, durch Belagerung und durch Amtsanmaßung erzwingen, während sie den Handlungen krimineller Ausländer tatenlos gegenüberstehen. Wir distanzieren uns auch von denen, die sich bewusst als Personal zu staatenlose, rechtlose und eigentumslose Gefangene des Arbeitslagers einer BRD bekennen. Auch von allen staatlichen Selbstverwaltungen distanzieren wir uns, da auch diese den Verrat am Deutschen Reich und am deutschen Volk betreiben. Und letztendlich distanzieren wir uns von jeder Wesenheit, die die EU verherrlicht, wählt oder sich auf deren Anweisung bezieht. Wir legen sehr viel Wert auf Disziplin, Unbestechlichkeit, Ehrlichkeit, Heimattreue, Verantwortungsbewusstsein, Friede, Vernunft, Eigenverantwortung und die Wahrnehmung sowie Einhaltung der staatlichen Ordnung. Wir sind die, auf die wir gewartet haben und die, die das Recht auf Heimat haben. Also, gebt uns unsere Heimat zurück! Möge diese Erklärung der Befreiung des deutschen Volkes dienen und an alle wahrheitsliebenden und aufrichtigen Reichs- und Staatsangehörigen Deutschlands im Deutschen Reich sowie an alle Freunde der Deutschen getragen werden, um einen Flächenbrand der Vernunft, der Wahrheit, der Liebe und des allumfassenden Friedens zu erzeugen.
Thank you.